Hallo meine Lieben, ich bin's, Ruben. Willkommen zu Rot Milan Online. Ne, Flieg. Okay. Oh meine Fresse. Nochmal. Das ist ja nervig. Ja, so, hallo meine Lieben. Willkommen zu Rot Milan Fliegt Online. Heute kommt meine Sippenstunde mit was ganz Verrückten. Bratäpfel an Ostern. Hey, wer hätte das gedacht? Dazu habe ich schon mal Äpfel gewaschen. Ich habe als Füllung Rosinen, Marzipan, Sonnenblumenkerne. Man kann aber natürlich auch alles andere nehmen, was man mag. Also Schokolade oder was von Ostern über ist. Marmelade, Nutella, ihr kennt das ja alles. Genau. Und ja, zuallererst machen wir, glaube ich, mal ein Feuer. Wie man Feuer macht, wisst ihr ja bestimmt alle. Ich habe hier schon mal ein bisschen Birkenrinde. Einige kleine Sachen. Die machen wir noch ein bisschen kleiner. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, das kann schon mal etwas warm werden. Machen wir uns an die Bratäpfel, wa? So, genau. Erstmal natürlich Hände waschen, ganz wichtig. Genau, wie gesagt, ich nehme dann das Marzipan. Ich nehme Marzipan, genau. Ja. Die Rosinen. So, Sonnenblumenkerne ein bisschen. Ja, bisschen vermischen. Genau so muss das aussehen. Oder anders. Und auch schön weich machen, dann kann man das besser in den Apfel tun. Gut, dann nehmen wir uns einen, falls man hat, natürlich so einen Kerner. Sonst muss man ein bisschen mit dem Messer rumschnippeln. Schön das Gehäuse raus. Dann nehmen wir uns ein bisschen von dem Marzipan. Alles gut bei euch? Mal die was reinstecken. Festdrücken. So, das ging doch ganz schön schnell mit den Äpfeln jetzt. Dann braucht man ein bisschen Alufolie. Und den Apfel. Wickelt die schön ein.
Wenn man verschiedene Füllungen hat, kann man die natürlich auch ein bisschen markieren mit ja, Nippeln oder zwei Nippeln oder auch drei Nippeln. Oder was man möchte natürlich. Sag doch Zipfel. Auch andere Sachen müssen keine Nippel sein. Also. Hier ist aber auch nicht einfach. Gut. Sowas meine ich zum Beispiel. So, da hat die Kreativität ja keine Grenzen. Perfekt. Genau, das ist jetzt noch nicht ganz perfekt. Eigentlich sollte es mehr Glut sein zum Reinlegen, weil die sonst relativ schnell schwarz und matschig werden. Und Alufolie kann übrigens auch brennen. Ne? Also das ist nicht so, dass das perfekt wäre. Aber wir legen die ein bisschen an den Rand und dann wird das schon. Genau, und jetzt muss man ein bisschen warten natürlich, bis sie weich werden. So, wie ihr gesehen habt, kann man sich gut die Zeit vertreiben, wenn man wartet. Und ja, die sind jetzt schon einigermaßen weich. Je nach Geschmack kann man die mal gucken. Und dann schauen wir mal, wie es drinnen aussieht. Ne? So, der sieht doch gut aus. Durch. Perfekt. Genau, und wenn ihr sowas macht, dann nur mit Feuerschale und auf dem Boden, wo es nicht brennen kann, mit Löschwasser daneben. Ne? Genau, wer kein Feuer zu Hause hat oder keine Möglichkeit dazu, der kann die auch im Backofen einfach zu Hause machen. Müsst ihr mal gucken, wegen den Einstellungen ist immer unterschiedlich. Das könnte so aussehen, oder vielleicht sieht es bei euch ja anders aus, aber schickt einfach, was ihr Bilder von euch, von eurer Familie beim Essen oder irgendwelche anderen Quarantätigkeiten und lasst Kommis da und irgendwie müsste da auch wahrscheinlich der Link sein zu der Hochladeseite oder Homepage oder irgendwas. E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse, auch genau, irgendwo unter dem Video. Gut. Viel Spaß, bis nächstes Mal. Hallo meine Lieben. Kann ich nicht einfach irgendwas erzählen? Ja, falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Sippenkühler von den Grüßt du was? Okay. Ich hoffe, das klappt, sonst schneiden wir das einfach. Ne? So, so, perfekt. Perfekt. So. Ich bin noch drauf. Bist du noch drauf? Ja, also, ja.